Hallo, gehabt euch wohl und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft mit der lieben Tamisis. Was war das jetzt? Es gibt hier manchmal auch so Steckbriefe, schau mal. Ja. Kopfgeld auf die Murlocs. Die Armee von Sturmwind hat ein Kopfgeld auf die Murloc-Lauerer und Murloc-Futterwühler ausgesetzt, die sich in Elwyn herumtreiben. Erlegt sie und bringt Wache Thomas ihre zerrissenen Murloc-Flossen, dann wird die Armee von Sturmwind euch ansehnlich belohnen. Die Murlocs haben am Steinhügelsee nördlich von hier ein Dorf errichtet und ein weiteres ihrer Dörfer befindet sich im Süden, wo der Fluss sich teilt. Gesucht James Clark. Auf Geheiß der Armee von Sturmwind wurde ein Kopfgeld auf James Clark ausgesetzt. Clark wird gesucht wegen Raubes, Einbruchs, Brandstiftung und Mordes. Er wird auch verdächtig, Brackbrons preisgekrönte Schwein Prinzessin entführt zu haben, um versteckt zu halten. James Clark wurde zuletzt auf dem Weg zum Holzfällerlager des Osttals gesehen. Führt James Clark der Gerechtigkeit zu und meldet euch dann bei Marshall Patterson im Holzfällerlager des Osttals. Okay, und Ehre dem König, Freund. Thomas. Seid gegrüßt, ihr seht aus wie ein Mann, der weiß, was er will. Habt ihr mit der Armee von Sturmwind zu tun? Ja, es haben sich Murlocs in und an den Flüssen und Bächen des östlichen Elwyn niedergelassen. Wir wissen nicht, warum sie hergekommen sind, aber sie sind aggressiv und zumindest halbwegs intelligent. Vor ein paar Tagen haben wir zwei Wachen, Rolf und Malakai, losgeschickt, damit sie entlang des Flusses Nachforschungen anstellen. Aber bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Damit ich meinen Bericht fertig schreiben kann, muss ich wissen, was den beiden Männern zugestoßen ist. Sucht den Fluss in Richtung Norden ab und seht zu, dass ihr die Wachen findet oder ihre Überreste. Grenzschutz. Seid gegrüßt! Gieselgrim, je weiter wir uns von Goldhain entfernen, umso reizbarer sind die wilden Tiere. Und das Holzfällerlager des Osttals wird beinahe ständig von Wölfen und Bären angegriffen. Wir könnten hier draußen wirklich eure Hilfe gebrauchen. Böser Slomo. Ja, soll das Knickeöhrchen. Ja, und den Heldenaufruf Westphal, den lassen wir dabei noch. Siehe den Ehrenfreund. Den kriegen wir eh drüben in der Stadt auch. So, er hat gesagt, wir müssen da raufgehen, ne? Und da ist schon ein böser, böser Wolf. Ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Ja, der will der Kuh was tun, ne? Ja, das müssen wir verhindern. Save the cow. Ja, absolut. Oh, das war schon. Du hast gerade die Kuh erschossen. Du hast die Kuh erschossen. Why? Kuh, es tut mir leid. Du hast die Kuh ermordet. Ich bin unwürdig. Ihr heult Kuhherzzerreißend an. Ja. Ich hoffe, du wirst ganz schön aufgenommen in diesen Himmel und kommst gut über die Regenbrücke. Und es tut mir sehr, sehr leid. Toll. Jetzt muss ich das Spiel deinstallieren. Und ich mag's nur sagen, ich war's nicht. Nein. Ich mag's nur einmal betonen. Was? Meine Armbrust war zu schnell. Tamisi ist die Kuhmörderin. Ja. Von Elwyn. Oh mein Gott. Es ist schrecklich. Sachen passieren. Wie kannst du eigentlich immer so schnell ein Ziel anvisieren? Ich brauchte immer ewig mit meiner Maus da irgendwas. Ich drücke einfach, ich schaue in die Richtung und dann drücke ich die Tab-Taste und habe es dann im Inventar, im Fokus. Alles Klärchen. Und manchmal fahre ich einfach auch mit der Maus hin. Das ist halt der Unterschied, wenn du mit den Tasten spielst, ne? Dann hast du die Maus quasi oben im Bild zur Verfügung. Ja. Und sonst, wie gesagt, wenn es nebeneinander sind, dann mache ich es meistens eben über die Tab-Taste. Ah, das ist deutlich angenehmer. Ja, man gewöhnt sich dran. Ich dachte, das geht nur, wenn man schon mal ein Ziel im Visier hatte. Nee, das geht immer.
Aber das ist, wie gesagt, das ist reine Gewöhnung von der Steuerung her, wie man sich am leichtern tut. Es gibt Leute, die nennt man Klicker, ja, die klicken hier alles in der Leiste. Das mache ich zum Beispiel nur, wenn ich oben mit den Fähigkeiten, was ich mir in die obere Leiste ziehe, die klicke ich auch. Mhm. Oh, hier liegt was. Hier liegt was, ich sehe hier was. Überreste. Ein halb aufgefressener Körper. Der Arme. Vom Leichnam selbst ist nicht mehr viel zu erkennen. Doch in der Nähe findet ihr ein Medaillon, in das das Wort Malakai, Stone, Soldat eingeprägt ist. Als ihr die Gegend weiter absucht, findet ihr die Abdrücke von Füßen mit Schwimmhäuten, die entlang dem Ufer des Steinhügelsees nach Osten führen. In der Ferne könnt ihr im Osten gerade noch so ein Murlockdorf ausmachen. Vielleicht fand Rolfs Leben dort sein Ende. Murlocks. Das wohl so ist. Ja, die mag ich nicht. Die habe ich noch nie gemocht. Okay. Sehr Classic schon nicht. Wenn die dann rangewatschelt kommen und machen. Ach, das sind die. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Die finde ich einfach so unnütz, die Viecher. Und früher, in Classic-Zeiten, da haben die dich immer gekillt. Na komm. Yep. Ja, aber wirklich. Will der einfach nicht sterben? Nee. Ein böser Murloc. Böser Murloc, nerviger Murloc. Alles. So. Es ist verlangsamt, da muss man schon echt extrem nahe ran. Wie viele Meter? Was man dann überhaupt mal nutzen kann. Da steht Fokus 30. Okay. Nahkampf. Reichweite. Nee. Okay, Nahkampf. Ja, da kriegst du dann auch noch einen verlangsamten Schuss, oder wie der, glaube ich, heißt. Irgendwie so. Okay. Jetzt hat er das ist auch dann das, genau. Genau, der geht in Nahkampf über, sobald ich ganz nahe dran stehe. Und wir sind Stufe 7. Und das habe ich nicht. Ein physischer Schrei stößt ein physischer Schrei aus der 5 gegen innerhalb von 8 Metern in die Flucht, schlägt und sie für 8 Sekunden desorientiert. Okay, na, das ist nix. Solchen Schreien muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn der dann zu nah zu einem anderen hinläuft, dann pullt er die. Ah, okay. Na, ja, jetzt kommen sie aber alle, du. Kriegst mal ein Schild. Das ist schön. So. Ich bin außer Reichweite natürlich. Oh, da vorne sehe ich wieder einen Leichnam. No. Oh oh. Ich habe ein Mal des Jägers bekommen. Ja. War. Hört sich jetzt auch nicht so toll an. Hals trägt der Leichnam ein Medaillon aus Metall, auf dem die Worte Rolf Hartford Soldat stehen. Nun habt ihr beide Medaillons, bringt sie an die Brücke zur Wache Thomas, damit er erfährt, welches Schicksal seine beiden Kameraden erlitten haben. Arme Kameraden. Mal der Wildnis wird schon mal interessant, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade, es ist schon so ewig lange her, dass ich einen Jäger gespielt habe. Dass ich mir da mit den Fähigkeiten immer ganz, ganz sicher bin. Ja, aber also ich sortiere es jetzt mal so, wie ich meine, dass es mir wichtig sein könnte. Und dann kann ich es ja immer noch umsortieren. Dann kannst du.
liegt das Ziel mit dem Mal des Jägers, wodurch es immer vom Jäger gesehen und aufgespürt werden kann. Hm. Mhm. Zum Beispiel, wenn sich ein Gegner quasi tarnen könnte oder so. Ja, okay. Dann würdest du ihn trotzdem sehen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Mhm. Ja gut, dann so, wird es wieder Sinn machen. Immer noch eine Murloc-Flosse? Ja, ich krieg nichts Lootbares. Ja. Hast du? Ja. Hast du? Gut, dann brauche ich. Ich hab. Hier noch ein paar Wölfchen. Ne, die haben wir schon. Ein paar Bären bräuchten wir noch, glaube ich. Junger Waldbär, ja. Drei brauchen wir noch. Also ich zumindest. Hm. Bärli. Wo seid ihr? Ich glaube, da unten sind immer ein bisschen welche, wenn wir in diese Richtung weiterlaufen. Zumindest habe ich das irgendwie so in Erinnerung. Das ist schön. Aber hier sind irgendwie nur Wölfe. Ja. Ganzen bösen Knickörchen Slomos dieser Welt. Da ist ein Bär. Die Wölfe wollen uns wohl einen Bären aufbinden. Oh ja. Das wollen die. Ich stehe doch schon fast vor ihm. Ich bin aus der Reichweite. Ja, aber du kriegst dann eh, glaube ich, so maximal 40 Meter Schüsse oder so. Beziehungsweise wenn du dann dein Pet hast, dein erstes. Oh. Ich bin halt schon so gespannt, was für eins es sein wird. Mm. Oh Gott, da ist wieder ein süßes Kaninchen mit riesen Ohren. Ja, das kann man sogar fangen. Komm, lass dich fangen. Musst du nur rechte Maustaste drauf drücken. Ja, dann bring ich's doch um. Nee, das zeige ich dir extra, wie das geht, okay? Du willst mich zur Mörderin machen hier, nee, ja? Nee. Es gibt gewisse Tiere, die haben so eine Pfote über sie, wenn man raufgeht mit der Maus. Mhm. Stell dir vor, ich hätte es jetzt wirklich gemacht, ne? Ja, das hättest du wirklich fangen können, aber du musst halt dann so einen Haustierkampf machen, nennt sich das. Ah, okay. Oh, es wehrt sich also. Ja, du musst es mit einem Käfig einfangen. Oh, wir lassen es lieber laufen. Oh, hier ist noch eine Quest. Ui. Grüße. Bei mir nicht. Heldenaufruf Westphal. Nee, den wollen wir eh nicht. Das ist die, was wir nicht wollen. Okay. Wollen wir nicht. Dann lassen wir es. Aber hier ist ein Flugpunkt. Und die Flugpunkte, haben wir ja gelernt, muss man sich immer alle holen, damit man dann auch da hin und her fliegen kann. Ah, ja. Das heißt, da gehst du einfach mal hin zu ihm, klickst einmal rechts und dann steht da ein neuer Ort entdeckt. Das Licht sei mit euch. Der hat auch noch einen Heldenaufruf nach Westphal. Vorsteherin Reilin. Ein Bündel Probleme. Ich habe hier ein echtes Problem. Ich habe einen Liefertermin für eine Bestellung. Holz und mir läuft die Zeit davon. Die Wölfe und Bären nördlich von hier haben meinen Arbeitgeber, meine Arbeiter von den Holzbündeln verjagt, die sie bereits gefällt hatten. Ich hatte bereits mit Stellvertreter Rainer darüber gesprochen. Kann das kein anderer machen? Mhm. Dass die Tiere entfernt werden müssen, aber ich brauche jemanden, der das Holz für mich holt. Wenn ihr 8 Holzbündel für mich holen würdet, könnte ich den Termin vielleicht noch mögen einhalten. Mögen sicher sein. Also. Wie ist das so? Offensichtlich. Muss ich jetzt auch noch für meine bessere Hälfte hier arbeiten, oder was? Ja. Weil er kein Holz hier anschaut. Schau mal, da ist der James Clark. Der böse Bösewicht. Wollen wir den umbringen? Ja, wir wollen den zur Strecke bringen. Komm her, du. Nichtsnutziger, nichtsnutz. Und jetzt hast du rechts hier eine Quest entdeckt, der Sammler. Wenn du da jetzt rechts drauf drückst, dann geht die Quest auf. Der Sammler. Bei der Notiz handelt es sich um eine Tabelle mit Daten und Zeiten, zu denen jemand, der in der Notiz nur als der Sammler bezeichnet wird, je eine Lieferung Gold aus den Minen des Waldes von Elwin erhalten soll. Aus dem Plan geht hervor, dass sich der Sammler anscheinend in der Nähe vom Brackbruns Kürbisbeet in Ost-Elwin aufhält. Das klingt, als sei es wichtig. Ihr solltet Marshall Patterson im Holzfällerlager des Ort Osttals davon berichten.
Und hier haben wir auch noch eine Quest bei Sarah Rodewald. Hallo Sarah. Das Licht sei mit euch. Die Schläge in Elwin tragen Leinenstoff, aus dem ich feine Leinenwaren herstellen kann. Bringt mir Leinenfetzen und ich mache euch daraus etwas Nützliches. Ihr findet diese gesetzlosen Verbrecher in kleinen Lagern überall in Elwin. Seid vorsichtig. Gut, dann würde ich sagen, holen wir schnell noch die Holzbündel. Die liegen da bei den Bäumen rundherum immer. Natürlich. Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, ne? Ja. Ihr wollt jetzt nicht hier Holz schleppen. Ich bin hier zum Kämpfen. Ist schon klar. Ja, willst du wieder eine Kuh erlegen, oder was? Nein, das tut mir so leid um die Kuh. Da siehst du jetzt so was Glitzerndes liegen beim Baum. Ja, da wollte ich gerade hingehen. Ja, dann geh mal dahin und drück mal mit der rechten Maustaste drauf auf das Zahnrädchen dann. Ja, dann kannst du es einsammeln. Okay? Toll, jetzt ist schwer. Ja, lass die Kuh da in Ruhe, ich sag's nur, gell? Ja, Kuru. Die hat dir nichts getan. Jetzt kannst du den Command bald umfunktionieren zu Lass... Tamesis, ja, lass die Kuh in Ruhe. Mann. Das ist so traurig. Arme Kuh. Ja. Die hat mir nichts getan. Nein. Was tue ich? Sie hat nur friedlich vor sich her gekaut. Wieder gekaut. Ja, ja. Denn ich sag noch, wir müssen sie retten. Dann schieße ich auf sie. Ein Schuss tot. Ach. Mann. Die arme Bertha. Sie hatte nämlich auch einen Namen. Ja, sag mir das noch. Ja, Bertha hieß sie. Warum? Weil sie von Mama Kuh und Papa Kuh so getauft wurde. Mann! Als sie aus dem Kuterus kam, entschieden sie, dass sie Bertha hieß. Na klar, der gute Kuterus, wer kennt ihn nicht? Ja. Kriegst mal ein Schild wieder. Habe ich eigentlich so mit rechts und links klick, wenn ich auf die Gegner... Also mit rechts klick auch irgendeinen Schuss? Ja, oder täuscht mich das? Wenn du mit rechts draufklickst, dann wird, glaube ich, immer deine Standardfähigkeit ausgeführt, die du am Platz 1 hast. Und mit links wählst du ihn nur aus, ohne gleich anzugreifen. Aukili Daukili. Zum Beispiel dann in Innis oder so, also in Dungeons, vorteilhaft, wenn man immer mit der linken Maustaste die Gegner vielleicht oder mit Tab-Taste anwählt, dann schießt man nicht gleich, bevor der Tank antankt. So. Viele fehlen dir noch von den Hölzern? Keine mehr. Keine mehr? Hast du alle? 8 von 8. Wirklich? Ja. Ach, super. Ja. Dann können wir schon wieder abgeben gehen. Sind wir schon wieder fertig hier? Oh Gott, da ist ein Pferdi. Ein Ferdinand. Oh Gott! Marito! Ja. Hier kaufen wir dann auch unser erstes Pferd. In 3 Leveln. Uiuiuiui. Kannst du dann einen von denen aussuchen? Die was? Ja, der nicht. Aber von denen hier. Der oder ich glaube, weißes Pferd hat er auch. Seid gegrüßt. Was gibt's hier für Pferde? Sucht ihr was Bestimmtes? Ein Zahnzeuge von einem Schecken, ein braunes Pferd und einen kastanienbraunen Stut. Man sieht sich. Oh, Schecke, ich will den Schecken haben. Den wirst du kriegen. Ja, krieg den Schecken. Krieg den Schecken. So, Marshall Patterson. Was kann ich für euch tun? Wo ist Findus? Wollt ihr ein Kopfgeld einfordern? Und wieder wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Der Sammler, was? Schon seit Monaten arbeiten unsere Leute nicht mehr in den Minen von Elwin? Zeigt mir das mal diese Notiz, die ihr da habt. Ich habe von diesem Sammler schon gehört, aber ich weiß nicht, für wen er arbeitet. Vielen Dank für diesen Zeitplan. Er wird uns dabei helfen, das Rätsel zu lösen. Wenn der Sammler Gold aus unseren Minen entnimmt,
Dann bestiehlt er das Königreich, führt den Sammler seiner gerechten Strafe zu und bringt mir den Ring, der in dem Abholplan, den ihr mir gegeben habt, erwähnt wurde. Im Abholplan steht, dass der Sammler sich bei Brackbruns Kürbisbeet versteckt hält. Dort solltet ihr nach ihm suchen. Das Licht segne euch. Ziehe den Ehrenfreund. Grüße. Der Termin kommt immer näher, Priester. Beeilt euch bitte und holt diese Holzbündel. Oh, exzellent. Dank euch sollte ich die Bestellung rechtzeitig zusammenstellen können. Na, um gut. Euch meine Dankbarkeit zu zeigen, würde ich euch gern ein paar Münzen als Entschädigung für eure Mühen anbieten. Ist ja wohl das Mindeste. Das Licht sehen. Ja, aber wirklich. Das so. War schwer. Dann Kürbisbeet, Ring des Sammlers. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Und das wird so schön, wenn man dann reiten können. Dann müssen wir nicht mehr alles ablaufen hier. Ja. Ja. Aber du, Tamisis. Ja. Ich sehe gerade, dass wir uns schon wieder dem Ende der Folge nähern. Ja. Sollen wir hier einfach mal warten und dann das nächste Mal uns den Sammler stellen? Ja. Also. Setz mich derweil auf die Straße. Ja, okay. Ich lege mich zu dir. Ach, das ist doch schön. Ja. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Und bleibt gesund.